Ich wünsche der Schweiz, dass ihr öffentlicher Rundfunk erhalten bleibt. Was für eine Errungenschaft. Angebote für alle, ohne damit Geld machen zu müssen, ohne Rücksicht auf den Staat oder mächtige Wirtschaftsgruppen. Wir Öffentlich-Rechtlichen sind Diener einer Gesellschaft, die informiert, unterhalten und aufgeklärt bleiben will. Weil die Gesellschaft aber immer mehr zerbröselt in immer kleinere Gruppen, ist eine gemeinsame Öffentlichkeit so wichtig. Wir, unser, uns. Ob Eishockeydrama, fantastische Unterwasserwelten, Reportagen vor der Haustür, Breaking News und Aufklärung, das ist öffentlich-rechtliche DNA. Wer zeigt die Namen von milliardenschweren Steuerverbrechern? Wer durchleuchtet das Doping im Sport? Wer bitteschön schickt die Reporterin ins lebensgefährliche Nordnigeria auf der Suche nach den verschleppten Schulmädchen? Menschen befähigen, ein eigenes Urteil zu bilden. Das ist teuer, gesprächswertig und für die Demokratie wie Sauerstoff. Wir sind aber nicht unfehlbar und deswegen Selbstreflexion. Wir werden ja von allen bezahlt. Bilden wir die Interessen aller ab? Deswegen Selbstkritik. Sind wir zu schnell beleidigt, wenn wir hinterfragt werden? Deswegen Selbstbescheidung. Sind wir wirklich im Besitz der einzigen Wahrheit? Wir Macher diskutieren das längst, glauben Sie mir. Und noch ein letztes. Ich bin auch normale Nutzerin. Ja, ich brauche auch nicht alles, was mir ARD und ZDF so anbieten. Aber was ich langweilig finde, ruft in anderen große Vorfreude auf. Ich schaffe es spielend, mit Fernsehen, Radio, Online 2-3 Stunden am Tag gut zu verbringen. Mit Sachen, die spannend oder entspannend, anspruchsvoll oder seicht sind. Niemand zwingt mich, irgendetwas anzuschauen. Den Rundfunkbeitrag hole ich durch viele Programmjuwelen locker wieder rein. Und nein, kein Chef, kein Lobbyist hat mir diesen Text vorgetrötet.